Ich weiß, was ihr jetzt alle denkt. Müsste jetzt nicht eigentlich ein alle gelöschten Szenen aus Jurassic World Fallen Kingdom Video erscheinen? Und damit habt ihr auch vollkommen recht. Rein chronologisch von der Planung, wie ich das Ganze eben aufziehen wollte, hätte dieses Video jetzt anstelle dieses Videos erscheinen sollen. Warum das aber nicht der Fall ist, hat einen ganz wichtigen Grund und David Hein ist einfach mal Teil davon. Worum genau es geht, erfahrt ihr jetzt nach dem Intro. In diesem Sinne auf jeden Fall dranbleiben und viel Spaß. Ich habe mich wirklich lange gefragt, wie ich das Ganze hier aufziehen will. Und alles, was ich euch jetzt erzähle, basiert auf dem Video von David Hein, was er zum Zeitpunkt dieser Aufnahme vor, glaube ich, 4 Tagen veröffentlicht hat. Aus diesem Grund werde ich hier oben in der Ecke den Kanal von David verlinken, wo ihr bitte draufklickt, euch das Video auch einmal anseht und am besten den Kanal abonniert, damit ihr genau solche Infos einfach in Zukunft nicht mehr verpasst. Denn das ist so eine Sache an Davids Kanal, dass er immer super coole Kritiken hochlädt und dann zwischendurch einfach mal so richtige Knaller raushaut. Wie zum Beispiel ein Video, in dem er aufzeigt, wie zerschnitten viele Filme heutzutage eigentlich sind. Dieses Video allerdings, was er jetzt vor wenigen Tagen veröffentlicht hat, habe ich zum Anlass genommen, das Video jetzt hier an euch weiterzureichen. Ich nehme alle Infos, die ich durch das Video von David bekommen habe und packe es jetzt in ein zukünftiges Jurassic-Franchise. Durch Colin Trevorrow, den Regisseur und generell den Drehbuchautor der gesamten Jurassic World Trilogie, wissen wir ja auch, dass Jurassic World Dominion lediglich ein Türöffner für ein neues Jurassic-Franchise gewesen ist. Und nicht wenige, mich inbegriffen, gehen davon aus, dass wir ein Jurassic-Universe à la Marvel bekommen werden. Wann genau es jetzt soweit sein wird und bis wir die ersten Ankündigungen zu diesem Jurassic Universe bekommen, das kann ich auch nicht sagen, das könnte noch ein bisschen dauern, darum soll es aber auch in diesem Video hier nicht gehen. Denn was wir jetzt hier auf dem Kanal schon öfter besprochen haben, sind Zukunftsprognosen zu einer Jurassic Park oder eben Jurassic World oder wie auch immer das Ganze in Zukunft heißen wird, Fortsetzung. Wie könnte so ein Jurassic Universe à la Marvel aussehen? Und ich hatte da schon mal live ein paar Umfragen an euch weitergegeben und wir sind uns eigentlich alle einig, dass ein Jurassic Universe Vorgeschichten zu bestimmten Figuren beinhalten müsste. Vorgeschichten zu John Hammond, zu Robert Muldoon, vielleicht sogar zu Alan Grant oder auch Dennis Nedry. Einer der größten Kritikpunkte oder der größten Fragezeichen an dieser Zukunftsvision ist logischerweise gewesen, wie soll das Ganze aussehen? Man müsste doch jetzt rein theoretisch alle möglichen Figuren neu besetzen. Ein Dr. Alan Grant wäre vom Schauspieleralter her einfach zu alt, um eine Rolle zu spielen, die vor Jurassic Park 1 spielt. Ein Richard Attenborough ist leider verstorben und kann deswegen ja nicht mehr in die Rolle von John Hammond zurückkehren. Sollte man eigentlich meinen, aber da haben wir alle falsch gedacht. Das mag es jetzt nach wirklich großer Zukunftsvision anhören, aber tatsächlich beginnt das, was ich euch jetzt erzähle, bereits in verschiedenen Filmen. Wenn ich hier einmal den Begriff Deepfake in den Raum schmeiße, müssten die meisten von euch wissen, worum es geht. Für die Leute, die nicht wissen, worum es da geht, ein Deepfake ist quasi ein Video, jetzt zum Beispiel von mir, bei dem man einfach das Gesicht einer anderen Person, meistens eben einer prominenten Person nimmt und auf ein anderes Gesicht draufsetzt. Das Ganze kann so unfassbar echt aussehen, dass es im Internet zahlreiche Videos gibt, bei denen man nicht mehr wirklich unterscheiden kann, was jetzt echt ist oder was nicht ist. Das hat auch schon zu zahlreichen Irrtümern geführt, weil durch diese Deepfakes eben auch bestimmte Schauspieler, naja, nicht ganz so positiv dargestellt werden. Mal ein ganz kurzer Side-Fact für ein gutes Beispiel für einen Deepfake. Habt ihr zum Beispiel gewusst, dass Steven Spielberg ursprünglich geplant hat, Harrison Ford für die Rolle von Dr. Alan Grant vorzusehen? Das Ganze hätte dann ungefähr so ausgesehen. Und ja, man mag jetzt hier meinen, das Ganze sieht ja aber schon so ein bisschen seltsam aus, mag vollkommen sein, aber das hier ist die Variante von einem Laien, also jemandem, der sich wirklich nicht professionell mit dem Thema beschäftigt. Wenn man hier ganz genau hinsieht, kann man einzelne Ränder der Gesichter erkennen, also man erkennt hier zum Beispiel ganz gut, wo das Gesicht von Sam Neill aufhört und das Gesicht von Harrison Ford anfängt. Allerdings haben wir eine ähnliche Szene auch nochmal aus Jurassic World, was wenn Scarlett Johansson Claire Dearing gespielt hätte. Und auch hier kann man, glaube ich, nur ganz schwer leugnen, dass das für jemanden, der eben nicht professionell solche
Effekte für Filme aufbereitet, dass das dafür schon wirklich auffällig gut aussieht. Jetzt mögt ihr komplett berechtigt mit dem Argument ankommen, ja, aber Tobi, sowas haben wir doch schon dutzend Male gehabt, gerade was Star Wars angeht. Wir hatten eine verjüngte Leia in Star Wars gehabt. In Rogue One haben wir einen CGI-Tarkin bekommen. Luke Skywalker wurde in The Mandalorian extrem gut gedeepfaked. Und auch im neuen Indiana Jones Film sehen wir Harrison Ford extrem verjüngt. Unter diesen gesamten Beispielen allerdings sticht Harrison Fords Verjüngung unter einer Tatsache heraus. Diese Verjüngung wurde nicht von Menschen vorgenommen. Und jetzt kommen wir in eine Zukunftsvision, die nach und nach immer mehr Gewicht in Filmen und somit auch im Jurassic-Franchise. Da ist sich zumindest David relativ sicher und ich meine, nachdem ich sein Video gesehen habe, muss ich auch sagen, ja, es macht einfach Sinn, diesen Schritt zu gehen. David spricht zwar auch rechtliche Probleme an, die mit der Zeit auftreten könnten, ja, das Ganze könnte aber einfach so ablaufen, dass man sich quasi nur das Recht an einem Gesicht eines Schauspielers kauft. Das hört sich so unfassbar falsch an, wenn man das sagt. Und dann einfach befugt ist, dieses Gesicht für die nächsten 7-8 Filme einfach auf irgendwelche Körper zu setzen und damit seine eigenen Filme zu produzieren. Warum ich eben gerade erwähnt habe, dass das Ganze nicht von Menschenhand geschaffen worden ist, ist ganz einfach die sogenannte AI, die im Falle von Harrison Ford im neuen Indiana Jones Film dafür verantwortlich ist, dass dieses Verjüngungsbild, also dieser Deepfake, realistischer wirkt als alle anderen bisher. Wie gut so etwas funktionieren kann, kann man sich an dem Film Paul angucken. Das ist ein Film, der nach dem fertigen Dreh so ein paar Problemchen mit sich gebracht hat, weil die Schauspieler eben dazu angehalten wurden, so ein bisschen frei zu drehen, jetzt ohne das Skript zu benutzen, ganz nach dem Motto, was würdet ihr machen in so einer Situation? Und die Antwort darauf wäre ganz einfach gewesen, die hätten geflucht, die hätten geschimpft. Und das mag das amerikanische Kino gar nicht. Aus diesem Grund musste man sich überlegen, wie man diese Fluchszenen irgendwie rausschneidet oder beziehungsweise auch überspricht. Jetzt haben Synchronisationen ja auch bei uns in Deutschland, die haben es immer ein bisschen schwierig, denn man kennt es, wenn man einen Hollywood-Film sieht, der aufs Deutsche übersetzt wurde, dann passen die Lippen nicht immer übereinander, zumindest die Lippen sind nicht synchron zu dem, was eben wirklich auf Deutsch gesagt wird, was Sinn ergibt, weil die englische Sprache eben anders ist als die deutsche. Im Fall von Fall ist allerdings schon ein AI-Programm, also ein komplett computergesteuertes Programm zum Einsatz gekommen, welches die Lippen komplett synchron zu dem macht, was gesagt wurde. Um sich nur mal ganz kurz vorzustellen, wie krass das eigentlich ist. Also der Film hat eine Synchronspur gehabt, beziehungsweise eine Original-Audiospur gehabt, die fürs Kino, für das US-amerikanische Kino einfach zu heftig gewesen wäre. Dieses AI-Programm, also diese künstliche Intelligenz, hat also die Lippen genommen und hat diese Lippen komplett neu animiert, und zwar synchron zu den Worten, die eben jetzt über diese fluchenden Worte gelegt wurden. Das Ganze hat so gut funktioniert, dass es einfach niemandem aufgefallen ist. Interessant hierbei ist auch, dass diese Lippensynchronisationen für zukünftige Synchronisationsfilme benutzt werden können. Nur mal als Beispiel, wir bekommen in naher Zukunft einen neuen Star Wars Film, der logischerweise auf Englisch, also in der Originalsprache, gedreht wurde. Dieser Film wird, damit er bei uns in Deutschland auch im Kino erscheinen kann, dann auch ins Deutsche übersetzt. Soweit ist das klar, so läuft das auch heutzutage ab. Man synchronisiert die Filme aus Hollywood bei uns in Deutsch. Dabei mussten die Synchronsprecher allerdings immer darauf achten, dass sie bestimmte Worte benutzt haben, die auch zu den Lippen synchron passen. Das hat eben zur Folge, dass man sich manchmal fragt, okay, warum wurde jetzt im Deutschen das Wort benutzt, obwohl im Original doch das Wort benutzt wurde? Das liegt an der Lippensynchronisation, also die Lippen sollen sich schon ungefähr so bewegen, dass auch ein deutsches Wort dazu Sinn ergeben würde. Durch diese AI ist das komplett überflüssig. Wir könnten sagen, was immer wir wollen. Wir könnten quasi einen original US-amerikanischen Text 1:1 ins Deutsche übersetzen und mit dieser AI die Lippen computergesteuert so anpassen, dass sie eben zu unserer Synchronisation passen. Jetzt bin ich halt sehr weit davon abgeschweift, was hat das alles noch mit Jurassic Park und Jurassic World zu tun? Naja, ich habe es ja vorhin angesprochen, wir bekommen ein neues Jurassic Franchise. Das kann heißen, wie auch immer, Jurassic Era, Jurassic World, The Dark Continent, da gibt es ja schon ganz viele Fanarts davon. Und immer mehr Gerüchte tun sich auf, dass es dann dabei eben auch um bestimmte Vorgeschichten gehen soll. Und eine der größten Kritiken, ich wiederhole es nochmal, die auch ihr dieser Zukunftsvision entgegengeschmissen habt, war gewesen, jetzt muss man aber jeden Schauspieler irgendwie neu besetzen und das ist immer so komisch und ich kann mir keinen anderen John Hammond vorstellen. Mit dieser Technologie, die David Hein in seinem Video präsentiert hat, ich weise nochmal darauf hin, taut es euch auf jeden Fall an, könnte man genau solche Filme perfekt umsetzen. Es gibt AI, die komplette Gesichter imitieren kann. Es gibt eine AI, die Lippenbewegungen perfekt zu den Worten, die ausgesprochen werden, anpassen.
Apropos Worte, übrigens gibt es auch eine AI, die komplette Sätze der Schauspieler nachbilden kann. Wie das Ganze funktioniert, das ist ein bisschen komplizierter. Auf jeden Fall würde dieses Programm jetzt in meinem Fall einfach das Internet komplett nach meinen Videos durchforsten, quasi alles aufzeichnen, was ich bisher so von mir gegeben habe, die bestimmten Worte und Buchstaben auseinanderfriemeln, in eine Tonspur bringen und dann daraus komplett neue Sätze und Wörter bilden. Das heißt, im Endeffekt könnte sich jetzt jemand hinsetzen, könnte einen Tobi komplett deepfaken, könnte alle Worte, die ich gerade sage, klauen, neu zusammensetzen und ein komplett eigenes Video damit kreieren. Vielleicht schaut ihr so eins gerade, vielleicht bin das gar nicht ich, vielleicht ist das gerade einfach nur ein Deepfake, der aufgenommen wurde. Und also wenn ich sowas höre, bin ich immer ein bisschen geschockt, wie die Zukunft aussehen könnte, gerade auch was das angeht. Und ich habe da eben gerade einen Witz draus gemacht, vielleicht bin ich das hier gar nicht, aber jetzt ohne Mist, wenn das Ganze weiter ausgefeilt wird, dann ist das wirklich eine Frage, ist das eigentlich gerade der echte Tobi? Es könnte ja so weit gehen, dass dieser Kanal einfach immer noch 20 Jahre lang existiert und ihr aber einfach merkt, dass ich nie alter, weil ich mein Gesicht von heute auch auf mein altes Gesicht deepfaken kann. Also da geht mir manchmal wirklich so der Verstand abhanden, wenn ich darüber nachdenke, was mit diesen gesamten Technologien alles möglich ist. Diese ganzen Funktionen werden in naher Zukunft natürlich auch wesentlich schärfer kontrolliert werden, da bin ich mir ganz sicher. Ich meine, wie gesagt, ist das überhaupt rechtlich okay? Kann man einfach, jeder kennt das TikTok-Tom Cruise-Phänomen, der da komplett viral gegangen ist. Das sieht ja wirklich unfassbar echt aus und ich selber musste lange überlegen, ist das der echte Tom Cruise oder nicht? Inwiefern ist sowas aber rechtlich in Ordnung? Ich meine, ist auf mein Gesicht vielleicht bald ein Preis ausgegeben, genauso wie auch auf eures, wo man eben sagen kann, ey, ich zahle dir jetzt so und so viel Geld, damit ich dein Gesicht auf diesen Körper setzen kann. So etwas könnte eben passieren. Aber jetzt mal abseits von diesen ganzen wirklich für mich unheimlichen Zukunftsvisionen, könnte man auch somit bestimmte Vorgeschichten, in diesem Fall zu Jurassic Park oder auch Jurassic World, erschaffen. Man könnte sogar so weit gehen und könnte ganze Was-wäre-wenn-Geschichten entwickeln. Apropos Was-wäre-wenn-Geschichten, wenn dich mal meine Was-wäre-wenn-Geschichten interessieren, habe ich die dir mal unten in der Beschreibung verlinkt. Da kannst du ganz gerne mal draufklicken. Da geht es zum Beispiel darum, was wäre, wenn der Spinosaurus in Jurassic Park 1 gewesen wäre und eben nicht der T-Rex. So viel mal ein bisschen Eigenwerbung zu meinem Kanal am Rande. Jetzt bist wie immer du gefragt, was hältst du von dieser ganzen Technologie und siehst du damit einem eventuellen Jurassic-Universum ein bisschen positiver entgegen? Weil ich muss sagen, ich weiß es immer noch nicht. Ich bin gespannt darauf, ob so etwas angewendet werden würde, wenn es Jurassic Park Vorgeschichten geben würde. Und ich bin einfach Nostalgie-Mensch genug, dass ich mich riesig darüber freuen würde, wenn wir eben eine Vorgeschichte zu Robert Muldoon bekommen würden. Und ich meine, ey, wenn die Technik noch 2-3 Jahre am Ausreifen ist, dann wird das wirklich, wirklich gut werden. David Hein ist sich auf jeden Fall sicher, dass Hollywood in naher Zukunft wirklich extrem auf diese Technologie zurückgreifen wird und ich muss sagen, ja, auf jeden Fall. Schaut euch auf jeden Fall das Video von David an, was ich euch jetzt hier mal im Abspann verlinkt habe, eben einfach auch aus Fairnessgründen. Ich habe mich jetzt auf sehr viele Informationen gestützt, die der liebe David Hein eben in seinem unfassbar gut aufgearbeiteten Video präsentiert hat und deswegen schaut auf jeden Fall rein, abonniert seinen Kanal und sagt mir in den Kommentaren, was haltet ihr davon? In diesem Sinne bin ich raus für heute mit dem Video. Ich wünsche dir was. Bis zum nächsten Mal.